Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS Radler. In diesem Video zeige ich dir mal die Navigation mit der Bosch Flow App am smarten System. Viel Spaß damit! Mit dem Frühjahr 2022 Update kam ja ein bisschen Navigation in die Flow App und ins smarte System. Ich habe mir das Ganze schon mal hier an dem Ries und Müller Testrad angeschaut. Das wurde mir für den Test von der Radlwelt München zur Verfügung gestellt und ich zeige dir da jetzt mal ein paar Details. Die Navigation funktioniert aktuell komplett auf dem Handy, wird dort auch angezeigt. Es erfolgt keine Übertragung der Navi-Hinweise auf das Kiox 300 Display. Bosch bietet ja für das smarte System den Smartphone Grip an. Damit kannst du auch dein Handy vom großen Bosch-Akku aus laden. Wenn dich das Thema mehr interessiert, schau gerne mal in die Beschreibung. Da habe ich dir einen Link zu dem Smartphone Grip gepackt. Der ist allerdings nicht Pflicht. Du kannst also auch mit der Flow-App navigieren, während dein Handy auf einer beliebigen anderen Halterung am Rad montiert ist. Ich zeige dir allerdings jetzt hier die Möglichkeiten der Navigation in der Flow-App auf dem Smartphone Grip. Direkt nach dem Einlegen verbindet sich die App mit dem Fahrrad. Du hörst den Signalton vom entsperrten Lock-System. Und über das Fahren-Tab kannst du den Ride-Screen öffnen. Während der Fahrt siehst du dann die typische Bosch-Schnecke und kriegst Informationen über Änderungen bei der Unterstützungsstufe. Die Navigation erreichst du über den Reiter Fahren und da kannst du hier oben über das Eingabefeld sowohl nach POIs als auch nach Adressen suchen. Das Ganze funktioniert allerdings nur online. Du kannst hier auch statt dem aktuellen Standort einen Startpunkt eintragen. Mehr Routenplanung ist allerdings derzeit über die Flow-App nicht möglich. Ich gebe jetzt hier mal Karlstadt ein und lass mich nach Lohr am Main navigieren und daran kann ich dir mal die verschiedenen Varianten der Routenberechnung zeigen. Das ist jetzt hier die Freizeitvariante oder auch Leisurefahrt genannt, ist mit knapp 31 Kilometer ziemlich lang, dafür allerdings sehr wenig Höhenmeter. Und die gesamte Strecke ist hier am Main entlang, vermutlich auf dem Mainradweg. Du kannst dir hier noch die Höhenmeter anschauen und den Untergrund. Wenn ich jetzt hier umschalte auf eine tägliche Fahrt, dann bekommst du eine kürzere Strecke von nur noch etwa 18 Kilometer. Du bist nur 50 Minuten unterwegs und es sind etwas mehr Höhenmeter, da du hier über den Berg geleitet wirst. Der Untergrund ist auf dieser Strecke ziemlich unbekannt. Als letzte Variante bietet die Flow App auch noch den EMTB-Modus an. Hier gibt es deutlich mehr Höhenmeter. Das siehst du auch hier im Höhenprofil. Und auf dem Untergrund gibt es auch noch 16% unbefestigte Wege. Auch hier kannst du dich wieder reinzoomen und die Strecke ein bisschen genauer überprüfen. Während der Fahrt siehst du in der Datenspalte die Fahrzeit, die zurückgelegte Strecke und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Per Fingerwisch bzw. mit den Rechts-Links-Tasten am Controller kannst du auf die Kartenseite wechseln. Dort findest du in der Datenspalte die Ankunftszeit, die Entfernung bis zum Ziel, Durchschnittsgeschwindigkeit und aktuelle Geschwindigkeit. Die Datenfelder kannst du leider nicht anpassen. Permanent wird dir der aktuelle E-Bike-Akkustand und die Reichweite angezeigt, sowie der Akkustand vom Handy und die aktuelle Uhrzeit. Auf der Kartenseite siehst du am oberen Ende immer ein Symbol der nächsten Abzweigung, dazu die Entfernung zur nächsten Abbiegung.
wenn du dich mal nicht an die Vorschläge der Bosch-Navigation hältst, dauert es einen kurzen Moment und dann bekommst du eine neu berechnete Strecke. Sobald das Fahrrad zum Stillstand kommt, erscheint rechts oben die Stopptaste. Dann kannst du entweder nur die Navigation beenden oder Navigation und das Tracking beenden. Wenn du ohne Navigation unterwegs bist, siehst du auf der Karte deine zurückgelegte Strecke und in der Datenspalte siehst du die Fahrzeit und die bisher zurückgelegte Strecke. RideScreen bzw. die Kartenansicht kannst du über die Pfeiltaste nach links verlassen, sobald das Fahrrad steht. Auf die gespeicherten Strecken kannst du über das Statistiken-Tab zugreifen. Die jüngste Strecke findest du hier mit einer Streckengrafik. Alle anderen bekommen die erst dann, wenn du reintippst. Dann siehst du die Strecke auf einer Karte, kannst dir hier noch die Höhenmeter anzeigen lassen, eine Geschwindigkeitsgrafik, deine Trittfrequenz und die Leistung. Einzelne Fahrten kannst du auch als GPX-Datei exportieren. Ich lege die hier mal in einem Datei-Explorer ab. Und wichtig zu wissen ist, in der GPX-Datei ist wirklich nur die Strecke ohne Fitnessinformationen enthalten. Alternativ kannst du über Einstellungen, vernetzte Services, die Bosch-App auch mit Strava verbinden. Dann werden alle zukünftig aufgezeichneten Touren auch an das Strava-Portal übertragen. Da findest du dann in der Auswertung auch Trittfrequenz, Leistung und kannst die Originaldatei im FIT-Format exportieren, falls du die noch in anderen Tools nutzen möchtest. Wie schaut es jetzt in der Komoot-Navigation beim smarten System aus? Nun, in der Flow-App kannst du Komoot erstmal verbinden. Über Einstellungen, vernetzte Services kannst du dein Komoot-Profil mit der Bosch Flow-App verbinden. Da siehst du schon mal den Hinweis, dass es wahrscheinlich auch in Zukunft möglich sein wird, geplante Routen aus Komoot an die Bosch-App zu liefern. Aktuell beschränkt sich diese Verbindung darauf, dass die aufgezeichneten Tracks von der Bosch-App an Komoot übertragen werden. Solange bis die Übertragung deiner geplanten Komoot-Touren ans Bosch-System noch nicht möglich ist, kannst du natürlich auch ganz klassisch mit Komoot im Smartphone Grip navigieren. Da finde ich ein bisschen nachteilig, dass der Smartphone Grip das Telefon nur im Querformat aufnimmt, denn irgendwie funktioniert zwar Komoot im Querformat, aber es ist nicht so schön gelöst wie im Hochformat. Statt mit Komoot kannst du auf Android-Smartphones auch die App Locus Map nutzen. Das habe ich mal ausprobiert, funktioniert grundsätzlich sehr gut, denn es ist ja ein komplett Offline-Tool und das funktioniert auch im Querformat sehr schön. Wenn du deine Fahrten innerhalb der Bosch-App aufzeichnen möchtest, sprich in Verbindung mit Trittfrequenz und Leistung und gleichzeitig mit Komoot navigieren möchtest, dann zeige ich dir jetzt nochmal einen Tipp, wie du beide Apps gleichzeitig nebeneinander aufrufen kannst. Der Vorteil dabei ist, dass die Flow-App definitiv vom Android-System nicht in den Ruhemodus geschickt wird. Und so hast du nach meinen Erfahrungen wirklich stabil die Aufzeichnung in der Bosch-App und die Navigation in der Komoot-App präsent. Komoot und Flow-Apps solltest du nacheinander schon mal geöffnet haben. Dann tippst du auf den App-Wähler und bei der Flow-App auf das Icon. Da kannst du in geteilter Bildschirmansicht öffnen. Im nächsten Screen wählst du Komoot als zweite App aus und dann kannst du mit dem Finger die Verteilung der Bildschirmgröße anpassen.
Ganz kurz nochmal der Hinweis für all diejenigen, die mit dem Kiox 300 Display unterwegs sind. Wenn du jetzt noch gleichzeitig die App zum Beispiel auf einer anderen Smartphone-Halterung aktiv hast und die Flow-App ist mit dem Fahrrad verbunden, dann werden die Rechts-Links-Wischgesten zukünftig nur für das Kiox aktiviert. Allerdings wird die Änderung deiner Unterstützungsstufen auch auf dem Smartphone angezeigt. Komme ich zum Fazit der Navigation beim smarten System von Bosch in Verbindung mit der Flow-App. Als erstes ist mir ganz deutlich aufgefallen, die Navigation hat sich stark verbessert. Sie ist immer noch nicht perfekt, vor allen Dingen bei der Routenplanung. Das ist nicht ausreichend, da nur einen Start und einen Zielpunkt zu haben. Also da würde ich mir schon ein bisschen mehr Eingriffsmöglichkeiten wünschen. Allerdings finde ich toll, vor allen Dingen bei der Leisure-Fahrt, dass da wirklich sehr intensiv die markierten Radwege genutzt werden. Und was ich da so gesehen habe, werden da auch wirklich größere Umwege in Kauf genommen, damit du auf diesen schönen, ausgeschilderten Wegen bleiben kannst. Für die Zielführung während der Navigation würde ich mir noch akustische Signale wünschen. Zumindest mal ein Piepston, wenn du dich einer Kreuzung näherst. Viele Nutzer wünschen sich da ja auch eine Sprachansage, wie man das vom Auto kennt. Finde ich persönlich jetzt nicht so wichtig, aber ich denke, auch das könnte Bosch nochmal integrieren. Wobei ich hier den Fokus auf die perfekte Integration von Komoot legen würde, sodass du deine geplanten Komoot-Touren wirklich komfortabel mit der Flow-Navigation abradeln kannst. Nutzt du bereits die Navigation in der Flow-App bei deinem smarten Bosch E-Bike-System? Da würde mich mal deine Meinung und deine Erfahrungen interessieren. Schreib die gerne unten in die Kommentare. An der Seite habe ich noch weitere spannende Bosch-Videos verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias.